Grace. Wegen Wilson. Wegen Wilson. Wilson bat mich, dir das hier zu geben. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Ach, er ist ja so ein Charmeur. Wilson hat deinen Brief bekommen. Ihr Schurken seid ja doch zu etwas zu gebrauchen. Wunderbar. Ja, unglaublich, was? Dann mal her mit dem Gold. Hier, versauf nicht gleich alles. 200. Mhm. Zeig mir deine Ware. Immerhin, ne? Hast du irgendwas Cooles dabei? Auch nicht. Naja, Ende. Ja, ja. Mit dem Pansel kann man's ja machen. Jo. Dann gehen wir aus dem Weg, Pansel. Was willst du denn hier? Huch. Ich will hier mit Zack reden. Ach, Bones. Ein Federohrring. Mhm. Wenn wir schon mal hier sind, können wir unsere Waffe aufwerten. Zerbrochene Klinge. Da fehlt uns der zerbrochene Griff. Und hierfür fehlt uns die Klinge. Aha. Offiziersdegen wird zum Enterschwert. Entermesser wird zum Piratenmesser. Sie wird zur Azurklinge. Ist aber trotzdem schwächer als das, was wir haben. Kriegsdegen. Naja, taugt alles nichts. Mir fällt wieder noch was ein. Hier in der Kneipe war auch irgendein Typ. Dieses Mal versaufe ich nicht alles. Versprochen! Aha, du warst es nicht. Pirat. Mac. Viele finstere Gesellen sind da draußen unterwegs in diesen Tagen. Mhm. Pirat. Winzer? Hm, war hier doch kein Typ? War der woanders? Denk nicht mal dran. Ich sehe sofort, wenn du was... Sieh zu, dass du Land gewinnst! Naja, halt doch mal die Rüsch. Hau schon ab! Naja, offenbar war hier doch keiner. Huch, da stand doch gerade was, das war ein Äffchen. Können wir mit ihr noch was reden? Wo ist sie überhaupt? Emma. Nee. Raus hier! Ja, ja. Ja, verschwinde von hier! Ja, ist ja gut. Wo ist sie? So ein bisschen Schlösser knacken können, ne? Müssen wir auch die Gelegenheit nutzen. Schmuck des Kriegers, Schnaps der Schatten, Schnaps des Blutes, Schnaps des Todes. Aha, wenn man den Pokal zuerst nimmt, dann schweben die Sachen in der Luft. Also Äffchen. Geh immer nicht auf, die wird böse. So, okay. Naps des Alchemisten, Papageienflug und Rückschlag, okay. Hallo Emma, Ritualpraktiken. Oh, Priestermaske. Mal sehen. Die Stimmgabel gab ihnen einen besonderen Klang vor. Ein Ton, der ihre Gesänge begleitete und sie in Trance führte. Eines Nachts nahm ein Dieb die Stimmgabel und flüchtete nach Kalador. Ah ja. Das sage ich dann auch immer. Da sehe ich noch eine Schale, die können wir vielleicht mitnehmen. Und ist das Wein? Wasser, meint. Puschel? Beim Puschel, okay. Hoch. Den nehmen wir noch mit. Na gut, haben wir doch alles hier nicht. Team oder Kleiner? Mhm. War es ja Lagertyp mit den... mit dem Schwertstück? Wer war denn das? Wer war denn das?
Ist der hier oben? Nee. Da wohl noch eins hören, ne? Voilà. Na, kam die Kamera nicht hinterher? Ach, Flynn hieß er, genau. Aber hier ist er nicht. Hm. Sonst haben sie die Häuser jetzt alle durch, oder? Da hat sie Schmiede drüber. Hier unten lebt wahrscheinlich Zack. Ach nee, da war ja dieser Pistolentypi. Na, ich erinnere mich dunkel. Na ernsthaft, wo sind die alle? Griffiths? Ist egal, Pirat. Pirat. Alla, Pirat. Und Mac. Okay, die Truhe haben wir schon. Ach komm, egal. Wir gehen jetzt weiter. Sonst laufe ich noch eine Stunde im Kreis rum und nichts passiert. Wir haben hier schließlich hier... Ach, zum einen haben wir hier einen Schatz irgendwo. Warte. Wo ist der Schatz? Nein, das ist klar. Immer den Weg lang. Und zum anderen müssen wir jetzt einen Kristallportal zerstören. Also werden wir es auch machen. Ist auch keiner. Stimmt, wir sind früher gar nicht so weit gelaufen hier, ne? Weil wir da noch große Probleme mit den Schergen hatten. Na, die Zeiten sind vorbei. Jetzt kloppen wir sie alle weg. Ja, bei uns genau stelle ich genau in die Wurflinie rein. Zerstörter Brustpanzer. Er hat dem Besitzer sicher das Leben gerettet. Ah. Questerfolg der zerstörte Brustpanzer. Oh. Ei, 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 ei. Ja, lass mich wegrollen. Über uns. Hau doch mal drauf. Danke. Na, man haben die Schattenzähne dabei, ist doch super. Wenn wir hier jetzt schon auf Höllenhunde treffen. Heißt das ja nur, noch mehr rumrennen. Huch, wo bist du denn her? Hoppala, was ist das? Was, eine Goldader oder eine Erzader? Aus wie Gold, ne? Ach, Golderz. Okay, da ist die Kristallhöhle. Und. Oh, was ist das denn? Da ist so ein hässliches Flugvieh. Und hier ist ein schwarzer Ghoul. Und noch ein schwarzer Ghoul. Ja, nicht zu nah ran. Wie weit kannst du denn springen, bitte? Ja klar, weißt du? Und bei uns kann der machen, was er will. Ja, dem ist dem Wurm egal, ne? Aber wehe, ich komme ihm einen Schritt zu nah. Na, daneben.
Ich treffe ihn nicht. Scheiß Lindwurm. Aber wenn ein Schwanzstachel und ein Kralle war, so. Oh, ein Teleporter. Na, den aktivieren wir doch mal gleich. Geht doch. Teleporter des Hinterlandes von Antigua. Schön, schön. Ist das Hinterland groß? Na, geht so, ne? Also hier kommen wir... Nein. Hier kommen wir wieder auf dem Weg. Ich würde sagen, wir räumen hier erstmal ein bisschen auf. Dann gehen wir rüber zur Kristallhöhle. Schlitzen wir ein paar Kehls auf. Das tat weh. Das will ich hoffen. Sind wir hier nicht mit Dingens langgelaufen? Kann das sein? Mit denen sind wir hier ein Stück hochgegangen. Oh, mal hier. Ah, lass mich runter. Der älteste Kreis der Kultisten benutzte über Jahrhunderte hinweg das gleiche Opfermesser, bis es schließlich alt und stumpf war. Die Druiden bewahrten es seither als Relikt in ihrem Vermächtnis auf. Das sollte ich mir näher ansehen. Mhm. Aber scheinbar haben wir schon den Eintrag. Und hier waren wir noch nicht. Schön. Dann mach mal auf die Truhe. Und zeig mal her. Wein, Fackelkugel, Rezept für Trank der Abwehr. Naja. Naja. Oh, hier können wir vielleicht ein Äffchen durchjagen. Hm. Ein Heldenkraut. Ein Teleportstein. Eine versteckte Truhe. Na, was war da drin? Romanos Versteck. Aha, 1000 Gold knapp. Knochenring. Hat sich doch gelohnt. Und zurück. Wer auch immer Romanov war. War es nicht der Pirat aus dem ersten Teil? Hm. Okay, also müssen wir uns jetzt hier den Schergen stellen. Nö. Autsch. Was für ein Geräusch? Okay, da sind noch zwei Schergen. Ich gehe jetzt noch mal kurz hier lang. Hier ist eine Kristallader. Goldklee. Jetzt eine Flinte, weißt du? Das wäre was. Ah, es sind zwei Schatten mit Waffen. Keine Magier. Autsch.
Also mal einen Wechsel verhauen. Ist ganz gut. Oh. Oh, der wird ganz gut ab in beide Richtungen. Aber auch das nützt ihm nichts. Geisterpilz. Seelenflechte. Naja, und hier ist die Kristallhöhle wenigstens im Wasser. Also nah dran an dem, was bei uns den letzten gefordert hat. Aber nicht nah genug. So, zeig mal her. Was haben wir hier drin? Noch weitere Schergen. Boah, ja. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Oh. Ha, ein Rückenhorn, jawohl. Hey. So. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Scheiß Schatten. Ja, die waren anstrengender. Aber egal. Auch die haben wir hinbekommen. Bei uns aus dem Weg. Gib mir die Waffe. Okay, ich gehe mal hier oben im Trocknen lang. Da haben wir noch einen Schergen. Da haben wir noch drei Schergen. Ich komme mal durch, so. Nicht ab. Autsch, oh. Autsch, Autsch. Ja, ja, ich hab gepennt. Ist richtig. Was bei uns? Haut drauf. Ja. Warum hole ich mich weg? Soweit so gut, ne? Ach, dann ist das Portal und da ist auch wieder so ein Schatten. Die Höhle hier ist neu. An die kann ich mich nicht erinnern. Wenn man das hier so sieht, wünscht man sich fast, man würde auf der anderen Seite kämpfen. Aus deiner Haut findest du? Ey, du machst was her, ne? Was das für ein Schattenlord ist. Scheiß Schatten. Und stoßen runter, genau. Ciao. Okay, speichern. Hier ist nichts hinter, okay. Boah, können wir zuerst die Schergen ranlocken irgendwie? Ich möchte ungern gegen alle. Okay. Ja, von mir ist auch ich gegen drei. Sache erst die Schergen, dann den Schattenlord.
Na. So wäre nicht mein Freund, ne? So ja auch nicht. So, der ist weg. Der ist weg.